Tagesordnungspunkt ist der Kollege Jens Köppen, auch für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Legislaturbericht der digitalen Agenda der Bundesregierung 2014 bis 2017 ist eine gute Gelegenheit für ein erstes Fazit. Ich möchte es als Ausschussvorsitzender für den Ausschuss Digitale Agenda sehr gern tun. Der Ausschuss für die Digitale Agenda ist der jüngster Ausschuss im Deutschen Bundestag, es ist der kleinste Ausschuss im Deutschen Bundestag. Einige sagen, es ist der wichtigste Ausschuss im Deutschen Bundestag, was ich aber jetzt hier nicht weiter bewerten möchte. Wir haben einen Start hingelegt, der in der Tat etwas holprig war. Da ging es quer durch alle Fraktionen etwas holprig zu, etwas ideologisch. Da ging es darum, ob wir die Sitzungen alle öffentlich machen sollten, entgegen unserer Geschäftsordnung, die wir uns selbst gegeben haben. Aber ich glaube, das war nur der Start. Wir sind dann sehr schnell zum Pragmatismus gekommen. Wir haben eine professionelle Arbeit an den Tag gelegt, die dadurch zustande kam, so bin ich zumindest fest davon überzeugt, dass alle Mitglieder im Ausschuss eine sehr fundierte Grundlage auf diesem Gebiet haben, zum einen sehr hohen Sachverstand und auf der anderen Seite in allen anderen wichtigen Bundestagsausschüssen zusätzlich Mitglied sind. Das hat uns sehr schnell zur Sacharbeit geführt. Wir haben einen Anspruch von Anfang an gehabt, und zwar die Potenziale der Digitalisierung zu sehen, ohne die üblichen Scheuklappen und ohne die Angst, sondern ganz offen. Und wir haben immer gesagt, wir stellen die Chancendiskussion in den Vordergrund. Welche Chancen bietet die Digitalisierung? Wie kann ich durch die Digitalisierung das allgemeine Leben in der Gesellschaft verbessern? Das war der eine Anspruch. Der zweite Anspruch ist natürlich, und der gehört dazu, zu sehen, welche Risiken gibt es, die Risiken aufzuzeichnen, um letztendlich dann die Risiken auch einzudämmen. Und einen weiteren Anspruch haben wir, und das ist, glaube ich, der schwierigste in Deutschland, eine Regulierung zu machen, eine Regulierung, die etwas unterstützt und die etwas ermöglicht und nicht von Anfang an etwas zu Tode reguliert. Da haben wir ja sehr gutes Talent in Deutschland dafür, und das haben wir gesagt, das wollen wir mit auf den Weg bringen. Es waren 90 Ausschusssitzungen mit über 150 Stunden. Wir haben darüber hinaus 22 öffentliche Anhörungen. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis, mit über 100 externen Sachverständigen. Wir haben uns externen Sachverstand in den Ausschuss geholt. Darüber hinaus im Rahmen der Selbstbefassung 31 Fachgespräche mit über 50 Gästen. Wir hatten nahezu alle Ministerien bei uns im Ausschuss, EU-Kommissare, Initiativen, viele Verbände, aber auch Bundesbehörden wie die Datenschutzbeauftragte oder die Bundesnetzagentur. Jetzt ist die Frage, hat sich die Einsetzung des Ausschusses gelohnt? Ich denke, ein klares Ja. Denn das Thema ist im Deutschen Bundestag angekommen, das ist das Wichtigste. Alle Ausschüsse haben sich mit diesem Thema im Rahmen ihrer Facharbeit beschäftigt. Die Vorbehalte, die es natürlich anfangs gab bei den anderen Kollegen, aber auch in den anderen Ausschüssen, dass man gesagt hat, das ist ein neuer Wettbewerb, wir nehmen irgendwas weg, der ist abgebaut worden, denn jeder Politikbereich hat seine eigenen digitalen Fragestellungen, und deswegen ist es wichtig, dass wir so gearbeitet haben. Ein Ausblick. Was passiert in der nächsten Legislaturperiode und in Zukunft? Ich denke, der Ausschuss Digitale Agenda ist aus dem Deutschen Bundestag nicht mehr wegzudenken. Eine Widerspiegelung wurde oftmals angeregt. Wir brauchen eine Widerspiegelung in der Bundesregierung. Wir brauchen auch Teile der Federführung in diesem Ausschuss. Ob es jetzt ein Digitalminister sein soll oder eine Koordinierung im Kanzleramt, mir ist es eigentlich völlig gleich. Es muss eine gute Koordinierung sein, dass diese Themen, dieses Querschnittsthema gebündelt wird. Wir müssen die Themen mehr fokussieren. Wir müssen mehr Fokus legen auf die Nutzbarkeit, auf das Nutzererlebnis bei der Digitalisierung. Wir müssen Dienstleistung, Service, die Möglichkeiten, die da sind, mehr in den Vordergrund legen, die Lebensverbesserung und natürlich ganz eindeutig ein großer Punkt ist die IT-Sicherheit, gerade bei der kritischen Infrastruktur. Mein Dank geht an alle Mitglieder des Ausschusses. Es war eine sehr angenehme, eine sehr faire
Natürlich fliegen die Fetzen in unserem Ausschuss, das ist ganz klar, aber eine sehr faire und eine sachbezogene Arbeit in diesem Ausschuss. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern in den Fraktionen und in den einzelnen Mitarbeiterbüros. Ich bedanke mich natürlich beim Ausschusssekretariat, aber auch bei der Bundesregierung, wo alle Minister, aber auch insbesondere die parlamentarischen Staatssekretäre fast in jeder Sitzung da waren und immer Wert darauf gelegt werden, dass gute Informationen zu uns kommen. Ich bedanke mich für den Welpenschutz, den wir von den anderen Ausschüssen bekommen haben. Und dieser Welpenschutz ist aber jetzt vorbei. Es ist keine Frage des Ob, sondern es ist eine Frage des Wie wir die Digitalisierung gestalten. Wir müssen Fragen oder Antworten geben. Und ich glaube, die Digitalisierung gibt mehr Antworten, als dass sie Fragen stellt. Wir betreten jeden Tag immer wieder Neuland bei der Digitalisierung. Es gibt Umbrüche und wir müssen diese nutzen. Wir setzen uns an die Spitze der Bewegung im Deutschen Bundestag. Lassen Sie uns etwas Gutes daraus machen. Der Ausschuss für die digitale Agenda ist ein gutes Werkzeug dafür. Ich schließe die Aussprache.